Jö, da wäre er wieder. Willkommen zur 1500er Abo-Special-Folge. Das heißt, die Folge wird, ähnlich wie bei allen anderen Projekten gerade, doppelt so lang wie sonst. Und wir haben noch ein zweites Special. Und zwar ist das der Geburtstag von der Tamani. Herzliche Glückwünsche von mir erstmal. Und da wollen wir mal gucken, was die Zwergin denn so macht. Und wie es ihr geht. Also, die Zwergin ist schon mal 92 Jahre alt. Ich denke, das Original war ein Tickchen jünger. Aber gut, sie war zufrieden. Sie hat ein ordentliches Mahl gegessen. Sie wurde genervt von Fliegen, wie wahrscheinlich jeder andere auch. Obwohl, nee, das war Miasma. Ich weiß nicht, ob Fliegen auch bei Miasma mit dabei sind. Müssen wir mal gucken. Sie hat unruhig geschlafen wegen Lärm. Dem sollten wir vielleicht auch mal nachgehen. Also ja, ich nutze das Ganze hier gleichzeitig mal, um so ein wenig zu analysieren, wie es dem Durchschnittsbürger so im Fort geht. Also abgesehen von dem Miasma. Das mit dem Lärm müssen wir gleich mal gucken. Sie hat in einem legendären Dining Room gegessen. Okay, sie hat geschlafen im Gras. Warum denn das? Oh, es kann sein, dass sie eine von den Immigranten waren. Und die mussten eine Weile draußen warten. Okay. Also hoffe ich einfach mal, weil eigentlich hatten wir genug Betten zugeteilt. Sollten wir uns auch gleich mal angucken. Also meine Liste bisher, gucken, ob wir das Miasma irgendwie in den Griff kriegen, gucken, wo der Lärm herkommt und gucken, ob jeder ein Bett hat. Das ist schon mal genug für eine halbe Stunde, da ich mich hier eh immer wieder ablenken lasse. Sie hat mit der besseren Hälfte gesprochen. Sie hat im Regen stehen müssen. Oh, das ist eine wichtige Nachricht. Sie will nicht immer denselben Alkohol trinken. Das ist komisch. Eigentlich müssten wir eine Menge unterschiedlicher Beeren und so weiter haben und dementsprechend auch unterschiedliche Alkoholsorten. Das wird also Nummer 4 auf meiner Liste. Und Miasma. Ja, Miasma wussten wir. Na gut, so viel zu Tamani. Jetzt die 4 Punkte. Erster Punkt. Miasma. Hatten wir schon mal angeguckt. Wir haben hier überall verrottete Sachen und ich habe daneben gleich einen neuen Butcher-Shop gesetzt. Da werden wir aber nicht viel machen können. Die Sachen müssen jetzt nach und nach eigentlich von den Haulern abtransportiert werden und oben auf den Müll geschmissen werden. Und da geht es mir erstmal auch weg. Das war Punkt 1. Punkt 2, Lärm. Lärm, also diese Nachricht, dass durch Lärm gestört wurde, kommt meistens, wenn man schläft, also wenn der Zwerg schläft, und in einem Umkreis von so und so viel Teils etwas abgerissen wird. Früher habe ich mal gedacht, es zählt auch Workshops und dergleichen, aber dem ist nicht so. Nur wirkliche Bauarbeiten, also wenn man Straßen baut oder Gebäude abreißt, dann gilt das als Lärmbelästigung. Wir haben aber nicht so wirklich was abgerissen. Also wir hatten hier, glaube ich, einmal ein Bett rausgerissen, um halt die symmetrische Runterwurfstelle hier zu bauen. Aber das war's dann auch. Wir haben hier unten die Straße weitergebaut. Aber ich denke mal nicht, dass sie hier irgendwo ihr Bett hat. Ich mache die ganzen Zimmer hier mal zu richtigen Schlafzimmern. Einfach nur so, damit nicht aus Versehen wieder irgendjemand kein Bett hat. Wir können das später immer noch umändern, dass nur die Miliz hier unten schläft. Das ist sowieso ein wenig komisch, weil bei ihr ist die Nachricht gewesen, dass sie einmal im Gras geschlafen hat und dass sie von dem Lärm gestört wurde. Das heißt, sie... das könnte sein. Vielleicht hat sie kein Bett gehabt, hat sich irgendwo hingelegt, wo Gras ist oder etwas Gras-ähnliches, also vielleicht hier oben irgendwo, weil hier sind ja überall Moosfelder und die gelten vielleicht auch als Gras. Hat sich also hingelegt und irgendwas in ihrer Nähe wurde dann kaputt gemacht. Okay. Damit hätten wir das wahrscheinlich auch gelöst, aber trotzdem sollten wir die restlichen Betten hier auch nochmal ganz kurz aufstellen. Haben wir alles schon. Sehr schön. Hier drüben ist noch alles leer. Haben wir denn genug Betten? BB. Wir haben jede Menge Betten, aber wir brauchen richtig gute Betten. Nicht aus Fungibut, die sind gelb. Palme, hoffentlich braun. Fungibut immer noch nicht. Zeder müsste auf jeden Fall braun sein. So. Noch ein Zedernbett. Und noch ein Mango-Holzbett. Ja, wir haben definitiv viele Holzarten. So, nächster Punkt. Der Alkohol. Hier ist jede Menge Alkohol. Hier oben sind die Pflanzen für den Alkohol. Und da sind leere Fässer. Ich guck mal ganz kurz, was für Pflanzen da so drin sind.
Wir haben hier Plump Helmets, Dimple Cup und Prickleberries. Also Dimple Cup weiß ich nicht, ob es für Alkohol da war. Aber Plump Helmets auf jeden Fall und Prickleberries auch. Das heißt, es werden schon mal zwei verschiedene Alkoholarten. Hier haben wir Pigtail, das ist noch eine andere Alkoholart. Aber ich sehe schon, wir haben sehr, 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 sehr viele Plump Helmets. Da haben wir ein paar Sweet Pots, aber nicht wirklich viele. Ah doch, hier werden es mehr. Also ja, wir haben auf jeden Fall schon mal zwei Sorten, die häufig vorhanden sind. Plump Helmets und Sweet Pots. Cave Weed ist fast gar keins da. Okay, gucken wir uns mal die Stockpiles an. Wir haben Plants, Plump Helmets, 1700. Pigtails haben wir 350, Cave Weed 350 ungefähr, Sweet Pots ein paar mehr. Nö. Also da muss sie wirklich schlecht gegriffen haben. Und zwar mal dasselbe Fass erwischt haben. Da haben wir also kein Problem. Das ist schon mal gut. Allgemein, was sagt Essen und Trinken? Trinken sagt 2500, Essen sagt 3500. Jo, super. Trotzdem sollten wir mal wieder hier oben ein paar Kochbefehle geben. Einfach nur, um die Stockpiles ein wenig zu entlasten. So, Braubefehle haben wir auch keine mehr. Können auch gleich wieder. Auch wenn dann bestimmt gleich wieder gemeckert wird, dass wir nicht genügend Fässer haben. Das könnten wir ändern, aber haben wir wohl noch genug Lagerplatz? Nö. Also echt krass. Also ja, wir haben genug zu essen und zu trinken und wir haben jede Menge Knochen. Also ja schon richtig makaber. Und irgendeine kleine Welpe tobt sich da unten aus. Es muss ein Hundeparadies sein. Ja. Oh. Oder sie betrauert einen Verwandten. Weil die Hundewelpe ist genau auf einem Feld, wo ein Kriegshund Knochen liegt. Beziehungsweise 12 davon. Ja, verlassen wir diese Szene mal. Ich sehe hier noch jede Menge Särge. Die können wir auch gleich mal setzen. Aber bevor ich mich wieder ablenken lasse, haben wir unsere Liste abgearbeitet. Wir wollten gucken, wie es mit Miasma steht. Das haben wir. Wir haben geguckt, warum sie geweckt wurde. Das haben wir zwar nicht wirklich herausfinden können. Dafür gibt es halt zu viele Faktoren. Aber wir haben geguckt, ob genug Betten vorhanden sind oder nicht. Und wir haben halt neue aufgestellt. Und den Lärm, den kann man halt nicht vermeiden, wenn man immer wieder am Umbauen ist. So, dann war der nächste Punkt. Also Miasma, Lärm, auf dem Boden geschlafen und Alkohol. Ja, also haben wir die Liste schon mal abgearbeitet. Sehr schön. Ich sehe schon wieder neu gewachsene Pilze, aber nicht besonders viele. Die lassen wir so. Die Tiere. Ja, es wurde gemeckert, dass hier nicht genug Gras ist. Das heißt, wir könnten hier oben mal ein paar Leute hinbeordern. Was haben wir denn da? Wir nehmen mal... Also die Vögel müssen hier bleiben wegen den Käfigen. Also diesen Legestellen, den Nestern. Aber die Esel, Kühe, Büffel und ähnliches können wir nach da oben. So, Shift N. Wir hätten gerne... Oh, weia, das wird unübersichtlich. Eine Kuh, eine Jagdkuh, ein Pferd, ein Wasserbüffelbulle, ein Pferd, ein Esel. Das reicht eigentlich schon. Ich hoffe mal, dass ich denn die Kräuter und Moose hier unten regenerieren, sobald nicht mehr ganz so viele Tiere da drauf sind. Und ich sehe auch sonst keine... Ach, ganz viele Goblins, nein, 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 nein. Puppy. Ah, da ist noch ein Donkey. Also noch ein Esel. Ein kleines. Und noch ein Eselfohlen. Und ein Pferdefohlen. So, das müsste jetzt hoffentlich reichen. Was haben wir hier? Der Hammerzwerg Nereos ist besessen. Den verfolgen wir doch gleich mal. Bist du der Hammerzwerg Nereos? Nein. Howler, Expo. Ne, hier sind zu viele. Okay, dann halt so. Oh ja, ihr könnt die Gelegenheit gleich mal nutzen, um zu gucken, ob euer Name inzwischen hier ist. Ich habe ein paar Namen nachgetragen. Falls nicht, einfach mal melden, weil wie gesagt, nicht alle Nachrichten bei mir ankommen. Und dieser Neos sehe ich jetzt gar nicht. Hm.
Medai, Sumi, Tamani, das ist sie wieder. Nö. Okay. Nachrichten? Dann halt so. Zoom to Location. Z. Da ist er doch. Und jetzt müssen wir mit V auf ihm rauf und dann F drücken. Genau, Following. Gucken wir mal, was er in Beschlag nimmt. Ein Closier-Shop? Ein Kleidungsladen? Das kann nicht gut enden. Also nicht mit, es wird dadurch schlecht enden, aber es kann halt nicht gut enden. Weil das Beste, was bei rauskommen kann, ist ein Artefakt-Kleidungsstück. Und das ist jetzt nicht so praktisch im Kampf zum Beispiel. Außer es wäre aus einem gewissen Material, das wir noch lange nicht gefunden haben. Aber na gut, es wird wenigstens was wert sein. Er kriegt vielleicht ein paar nette Skills. Ist schon in Ordnung. Ich bleibe trotzdem hier noch eine Weile stehen, um zu gucken, ob er alles bekommt. Denn ich habe nicht Lust, schon wieder einen Zwerg zu verlieren. Das läuft gerade so gut. Also ich glaube, wir haben jetzt schon ein, zwei Folgen geschafft, ohne dass ein Zwerg gestorben ist. Aber da kann ich mich auch irren. Ist schon eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Wegen diesem doofen Virus, aber ja. Scheinbar bekommt er alles. Und hat angefangen mit der Konstruktion. Jo, sehr schön. So muss das laufen. Holzvorräte gehen so. Hier haben wir schon Betten eingerichtet, ne? Jo. Wir brauchten nur noch Türen. Eine Schertür, nein. JM. Ja, die ganzen Steinsachen sind alle noch in Bearbeitung. Aber die anderen Sachen nicht. Wir stellen gerade nichts aus Holz her. Also schmeißen wir doch nochmal ein... nicht Ale. Make Charcoal. 30 Stück hinterher. Um noch mehr einzuschmelzen. So. Und das Miasma ist immer noch nicht weg. Also ja, das Spiel an sich ist noch nicht sehr lange gelaufen, weil ich immer wieder Kleinkram einstelle. Und trotzdem wäre es ganz schick, wenn ihr das langsam unter Kontrolle bringen könntet. Zumal 38 Leute gerade nichts tun. Na gut, die Fallen unten sind schon wieder gesichert. Ich könnte mal die Brücke hochziehen. Und dann... wo läufst du hin? Ich wollte gerade sagen, ich könnte ja die Brücke hochziehen und den Borrow-Befehl aufheben. Also den Alarm. Aber das mache ich garantiert nicht, solange noch irgendein Zwerg draußen unterwegs ist. Und er hat anscheinend irgendwas vor. Oh, ein Mandat. Das sollte ich nicht verpassen. Wie viele Crossbows willst du diesmal? Einen. Wird dir langsam richtig genügsam auf seine alten Tage. Wooden. Crossbow. Ein. Das waren die letzten zwei Male, glaube ich, auch schon nur einer. So, warum ist da hinten... ah doch. Die schließen wir jetzt mal ab. L.O. Und der Zwerg hält trotzdem drauf zu. Ach, der wollte nur eine Rüstung aufsammeln. Ja, das ist okay. Ich gucke nochmal ganz kurz unten rein, ob hier irgendwo ein Zwerg ausgesperrt wäre, wenn wir hochziehen würden, die Brücke. Aber natürlich nur grob, weil das hier alles viel zu groß ist. Hier ist noch jede Menge Krimskrams auf dem Boden, aber der interessiert erstmal nicht. Ich sehe überall Pilze, 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 Pilze. Aber keine auffällige Zwergenfigur. Überall Goblin-Leichen im Wasser. Alles so, wie es sein sollte. Und wo ist unser... ah, hier ist unser Hochgang. Wenn Zwerge unten wären, dann wahrscheinlich auch hier in der Nähe. Aber nee. Gut, dann springen wir nach oben. Lassen den Zwerg reinlaufen und machen dann die Brücke zu. So, er ist drin. Also, der hintere Schalter war die Brücke. A, Shift, P. So. Und ich könnte eigentlich jetzt schon den Alarm aufheben, wenn er überhaupt noch da ist. Gucken wir mal. Nö, ist gar nicht mehr aktiv gewesen. Okay, so viel dazu. Ich dachte schon, die Zwerge sind alle jetzt am Hin- und Herlaufen und können nicht an die Stellen rankommen, die sie gerne hätten. Aber dem ist wohl nicht so. Was haben wir jetzt hergestellt? Wir haben Gamilinot Rasukrikus. Eine braune,
Eine braune Spinnseidentasche. Okay. Ich wollte gerade fragen, wie viele Slots hat sie denn? Ich habe mal wieder zu viele Online-Spiele gespielt. Gucken wir uns mal ganz kurz an, was es ist. Wir haben da 59.000. Das ist schon mal ordentlich. Und jede Menge Zeug drauf. Ich überfliege das Ganze mal. Es ist drauf ein Bildnis von einem Goblin und einem Zwerg. Der Goblin kämpft mit dem Zwerg. Das Kunstwerk bezieht sich auf den Angriff auf Short Armors bei der Abbey des Jackals der Seile im Jahr 133. Und es ist ein Bild von einem Zwerg in Topas. Der Zwerg ist am Reisen und das Kunstwerk bezieht sich auf die Gründung von einer anderen Stadt. Okay. Nichts wirklich Außergewöhnliches. Jedenfalls für Dwarf Fortress. Da sind wir ganz andere Sachen gewöhnt. So, das Miasma ist nur noch ein kleines Feld. Das ist schon mal gut. Oh, und bevor ich es vergesse. Es wurde mir gesagt in den Kommentaren, dass man eventuell ohnmächtige Zwerge von der Streckbank nur runterbringen kann, wenn ein Bett direkt daneben ist. Das heißt, wir setzen jetzt mal hier. Irgendein Bett hinten. Und nein, kein Coffin. Das wäre ein wenig zu makaber. Und bitte noch ein Bett. So, und dann hoffen wir mal, dass die Zwergendame da endlich runtergenommen wird, weil das geht langsam echt nicht mehr. Ich meine, wie viele Folgen ist die jetzt schon drauf? 10 oder so? So, Bett steht. Jetzt muss wahrscheinlich noch der Arzt kommen. Der bestimmt wieder viel zu viel zu tun hat mit irgendwas anderem. Ist das da unser Arzt? Nein, ich glaube, der Arzt hatte irgendwas Rotes als Bild. Gucken wir mal kurz. Unser Dr. Leberfriesel hat keinen Job. Zoom to Creature. Nanu? Ah, da oben ist er. Nee, war doch nicht rot. Der war so leicht blau mit so einem ganz kleinen Ding da auf dem Kopf. Da diese komischen Bänder mit der Lupe dran. Und das da dachte ich, das sind die Mechaniker. Ah, okay. Also es ist wohl doch nicht die Aufgabe von dem Arzt. Und vielleicht war es auch gar nicht das Problem. Aber es war wenigstens ein Versuch wert. Und so viel dazu, dass es mir erstmal zurückgegangen ist. Das ist ja am Wüten wenigstens Gutes. Oh weia. Na gut, die Brücke ist eingezogen. Wir sollten mal unsere Goldstraße weiterbauen. Wir hätten jetzt gerne B und Paved Road. Und zwar da. Wie viel Goldbarren haben wir eigentlich inzwischen? Immer noch 99? Nein, 57. Es wird ja langsam richtig selten, wenn nicht unsere ganzen Wände im unteren Bereich davon bestehen würden. Aber ja. So. Gold und gleich nochmal, damit wir eine Weile zu tun haben. 44. So. Ja, doch. Wenn die Wände jetzt nicht hier alle so unterschiedlich wären, würde es gar nicht mal so schlecht aussehen. Aber dazu kommt es erst später. Also ich werde irgendwann garantiert die Wände alle rausreißen und durch selbstgebaute, farblich einheitliche Wände ersetzen. Der Haken ist nur, dass dann dahinter das freigesetzt wird und dass dahinter dann unterschiedlich aussieht. Ja, die Arbeit des Pedanten ist nie getan. Und gerade bei diesem Spiel ist das richtig übel. Aber theoretisch müsste man eine ganz flache Karte nehmen und dann alles von Hand aufbauen, so einen richtigen Turm nach oben. Aber das verbraucht irre viele Ressourcen. Und dauert irre lange. Also ich habe das mal gemacht, eine Karte so ganz flach zu machen. Das heißt, die ganzen Schichten hier alle mal abzutragen innerhalb von mehrerer Jahre. Nur um dann da irgendwas anderes hinzustellen. Aber ja, tierisch viel Arbeit und es bringt nicht ganz so viel. Außer halt Spaß, wenn man auf sowas steht. Migranten sind eingetroffen. Das heißt auch Goblins. Wir machen erstmal den Alarm an. MA, Inside. Wir machen die Brücke auf, damit die Migranten ganz schnell reinflitzen können. Hoffentlich schneller als die Goblins. Und wenn die Goblins kommen, haben wir immer noch genug Fallen hier. Und unsere Miliz könnten wir auch aktivieren. Aber das mache ich erst, wenn es soweit ist. Ich will nicht, dass sie wieder Tage und Stunden und überhaupt drumherum stehen und dann meckern.
So, da kommt ein Zwerg. Aber der sieht so aus, als wenn er zu uns gehören würde. Da ist sie ja wieder. Ja, du verfolgst mich echt diese Folge, hm? Also ja, wir hatten aus Versehen das Geburtstagskind ausgesperrt. Das ist schon mal gut. Das wäre nicht so toll, wenn sie jetzt gestorben wäre. Und wo sind die richtigen Migranten? Da ist ein richtiger Migrant, der blinkt mit seinem X. Ein Migrant wollte mich veräppeln. Und der heißt Risen. Okay. Oh, da kommen noch welche. Es wäre schon echt komisch gewesen, wenn es nur einer gewesen wäre. Und da haben wir wieder den Fehler mit den Goldbarren und dem Floodgate. Also gut, 1, 2, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7, 7,5, 8,5. Drei Kinder, schon mal nervig. 8,5, ich hätte nichts sagen sollen. 9, 10, 11, 12, 13. Das ist ja ordentlich. 14, 15, 16, oh oh, 17, 18, die haben alle mitbekommen, dass wir so viel Alkohol haben, 19, 20, 21, nee, gar nicht, 20, 21, oh weia, also falls euer Name nicht dabei war, jetzt habt ihr jede Menge Platz, um eingetragen zu werden, und ich höre mal auf zu zählen, das wird mir zu chaotisch, und schon wieder ein Kind, also waren es bestimmt schon 4 oder 5 Kinder. Naja, alles nur eine Frage. Noch eins. Nur eine Frage der Zeit, bis die alle auch arbeiten können. Und die können auch schon so ein wenig helfen bei der Farmarbeit zum Beispiel. Aber ja, da trudeln immer mehr ein. Ich guck mal ganz kurz, wie viele Zwerge wir allgemein jetzt haben. Wir haben 124. Oh weia, sind da viele ohne Namen dabei. Ja, das waren mal schätzungsweise 20, 30 Migranten. Sehr schön, passt zu dem Doppel-Special. Das heißt, wir können wieder Zwerge verlieren. Also jetzt nicht absichtlich, aber falls mal wieder so eine Invasion kommt und die ganze Miliz sterben sollte, hätten wir sofort Ersatz. So, ich glaube, das war's jetzt. Ich würde ungern die Türen zumachen, während noch einer draußen ist. Weil der Haken ist auch, dass sie nicht direkt vor der Tür warten, wo ich sehen könnte, sondern nö, die bleiben dann da stehen, wo sie gerade sind. Weil sie automatisch durch ihre telepathischen Kräfte wissen, dass der Weg blockiert ist. Also ich glaube, die kamen von irgendwo hier. Nö, da liegt nur ein toter Zwerg seit 10, 20 Folgen. Nee, von da kamen sie nicht. Ich gehe mal ganz kurz den Kartenrand lang. Aber sie tauchten immer recht schnell auf, also werden sie von irgendwo oben gekommen sein. Nee. Überall noch Bäume und Gras. Nö, das schaut gut aus. Nach oben. Da ist eine Kiste. Mitten in der Wildnis eine Kiste. Wem gehörst du denn? Es ist ein Stoffköcher. Okay. Also wenn da jetzt mehr liegen würde, würde ich sagen, das gehört irgendeiner Elfenkarawane, die aufgemischt wurde. Aber so? Komisch. Na gut, ich habe jetzt den ganzen Rand einmal abgeklappert. Ich sehe nirgendwo Migranten, also machen wir mal die Brücke runter. Sehr schön. Schon seit einer ganzen Weile niemand mehr gestorben und 20, 30 neue Zwerge. So muss das laufen. Jetzt haben wir zwar auch 20, 30 neue Zwerge, die alle ein Bett brauchen. Das könnte problematisch werden. Also ja, wir sollten auf jeden Fall, wir haben 75 Leute, die nichts zu tun haben. Wir sollten auf jeden Fall hier unsere Betten mal erweitern. Also ich wollte das ja eigentlich über mehrere Etagen machen. Aber die beiden Dinger da stören mich. Also machen wir es einfach hier weiter. Das heißt, wir würden gerne buddeln. Und zwar, hier ist die Mitte. Shift einmal nach links, Shift zweimal nach links, Shift dreimal nach links. Und einmal nach rechts, zweimal nach rechts, dreimal nach rechts. So. Und jetzt von hier aus bis da und von da aus bis da. Dann müsste das einigermaßen passen. Dann ist hier das und dann teilen die sich quasi eine Wand. Das ist bei denen auch so. Ja, das passt dann. Schön. Also den Rest mache ich jetzt erstmal nicht. Ich mache nur die Vorarbeit.
So, dann müsste hier jetzt wieder eine Wand sein, dann wieder ein Raum, dann wieder das und dann müssten wir auf den Korridor da kommen. Genau, sehr schön. Auch wenn das nicht ganz unten ist, sondern nicht hier ist ganz unten. So. So, dann mache ich jetzt einmal jetzt hier den Rand unten rum, damit ich weiß, wo ich später das setzen muss. Und den Rest mache ich auf Kamera. Nee, nicht da. Nicht da. Da. Und das Fitzelchen auch noch weg. So. Gut, das Ganze dann auf die Seite kopiert. Hier einmal oben überall rum, da einmal überall rum. Also mache ich dann alles off-camera. Das ist uns zu viel Friemelkram. Das müsste dann hoffentlich an Raum reichen. Ich überschlag mal ganz kurz. Also eine so eine Ähre, also ein Hauptkorridor lang, sind 10, 20 Stück. Wir haben dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ähren, wären 140 Räume. Ja, würde schon mal für alle Zwerge reichen. Und wir haben hier unten noch die Räume für die Miliz. Hier haben wir auch noch Räume. Und die haben noch die zwei Adelszimmer hier. Also ja, das wird dann reichen, wenn es fertig ist. Vorher könnten wir aber noch arge Probleme haben. Das Gute ist, dass die Zwerge, die wichtig sind, in Anführungszeichen, also die alten Bewohner, die schon hohe Skills haben, die haben ja schon alle ihre Betten geschnappt. Das heißt, die ganzen Migranten werden jetzt ein Problem haben in den ersten Tagen, aber das ist nicht ganz so wild. Denn selbst wenn einer von denen durchdrehen sollte, hat er noch nicht genug Freunde innerhalb des Forts gemacht, dass irgendjemand auch noch ein Tantrum schmeißt, wenn er stirbt. Und ja, so fies muss man denken. Also, Spiel weiterlaufen lassen. Das wäre also das Bettenproblem mit den Migranten. Essen und Trinken hatten wir gerade erst geguckt, da haben wir sehr viel. Und wir haben die Alkohol- und Essensproduktion auch wieder angeschmissen, da die immer wieder ausgeht. Wir könnten noch ein paar Rockpots herstellen. Oder sind die schon auf der Liste? Nö, sind sie nicht. Wir hätten gerne Rock Pot. Oder war Pot das für das Lager? Nee, ich glaube nicht. 30 Stück. Und wir gucken mal ganz kurz hier hin. Ja, Large Granit Pot. Nö, das sind die richtigen. Sehr schön. Bist du am Brauen oder bist du am Trinken? Du bist am Trinken. So, da einmal wiederholen bitte. Da einmal wiederholen bitte. Auch wenn sie hier nur 10 Potte auf Vorrat haben, aber das reicht schon. Und warum ist jetzt hier auch Miasma? Was machen die Köche die ganze Zeit? Irgendwas läuft da extrem schief. Also ja, ich sehe hier überall immer Fett rumgetragen bekommen. Aber dafür haben wir doch so viele Küchen. Dass wenn irgendwas geschlachtet wird, das in 2 Fett verarbeitet werden kann und... Also da muss man im Micromanagement noch irgendwas einstellen können. Falls ihr da was wisst, einfach mal in die Kommentare schreiben. Was machen die Tiere? Ich sehe keine frische Blutspur auf dem Boden. Sind die Nester inzwischen in Gebrauch? Wie kann ich das überprüfen? K? Nö. V? Nö, sind die Tiere. T? Chat Nestbox. V? Das ist eine masterhaft gefertigte Chestbox und so weiter und so weiter. Aber ich hätte schwören können, ich konnte irgendwie nachgucken, ob die in Gebrauch sind oder nicht. Also ich habe Q, T und V ausprobiert. Das sind eigentlich so die Standardsachen. V eigentlich für Kreaturen, T für in Gebäude gucken. Und Q für andere Gegenstände. Also Türen zum Beispiel. Ah doch, hier mit Q. Nestbox unclaimed. Unclaimed, unclaimed. Unclaimed, unclaimed. Ha. Also ja, sie stehen noch nicht besonders lange da. Ich glaube gerade mal 2-3 Folgen. Aber trotzdem hätte ich gedacht, dass sich irgendeiner davon schon was schnappt. Weil Tiere legen die Eier, also Hühner legen die Eier doch alle 1-2 Tage. Oder habe ich jetzt da ein steter Bild von dem Ganzen? Und das ist eben gar nicht so. Aber doch, ich glaube, das war recht häufig. Naja. Ist nur ein Spiel, müssen wir mal gucken, wie das entwickelt. Weil ich hätte doch schon ganz gerne hier mehr Eier. Eigentlich sogar viel, viel, viel mehr Eier. Damit wir halt immer noch selbstständig werden. Dem ist ja immer noch nicht so. Außer wir könnten jetzt von dem ganzen Hundefleisch leben. Was ich nicht wirklich glaube. Denn 124 Zwerge, oder was wir jetzt sind, die brauchen sehr viel Essen. Na gut, Eingang sind irgendwo Migranten, die nicht reinkommen. Nö.
Boah, na gut, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Cut. Ich hoffe, euch hat diese Doppelfolge gefallen und wir sehen uns demnächst wieder. Bye, bye.